an die Bögen, Pfeile los, Treffer. Die Sportler des Niedersächsischen Jagdclubs Hannover beim Training. Das sogenannte sportliche Bogenschießen ist ein Schießsport mit Pfeil und Bogen auf standardisierte Zielscheiben, der mir heute gezeigt wird von Natalia, einer echten Könnerin ihres Fachs. Natalia, euer Verein hat mich eingeladen, mit euch mal ein bisschen Bogenschießen zu machen. Und ich habe schon gehört, du redest zwar nicht so gerne drüber, aber du bist ja eine wahre mehrfache Meisterin. Wenn ich gehört habe, Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin, Silbermedaille bei der Olympiade. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, wovon du sprichst. Was macht für dich denn tatsächlich das Bogenschießen aus? Was ist für dich so toll daran? Oh, das, ich liebe einfach. Ich liebe von ersten Tag, wann ich bin gekommen und kennengelernt mit Bogen. Und jetzt, ich habe viel gelernt damit. Und ich bin sehr glücklich, dass ich tatsächlich gefunden habe, dieser Sport. Welche Voraussetzungen braucht es denn, um eine gute Bogenschützin oder ein guter Bogenschütze zu werden? Konzentration gehört dazu natürlich. Geduld. Es ist viel Geduld. Weil du kannst nicht sofort in 10 treffen oder in Gold treffen. Es braucht Zeit. So viel Zeit habe ich jetzt natürlich heute nicht. Ich mache ja eine Unterrichtsstunde bei euch mit. Wie leicht oder wie schwer ist es denn für den Laien, ich sag mal ansatzweise, die Scheibe vielleicht zu treffen? Also das klingt ja schon so, als wäre es auf jeden Fall ein anspruchsvoller Sport. Ist es trotzdem was für Laien? Treffen man kann schon, natürlich. Also es kann auch sofort wie geborene Schütze sein oder man muss sehr lange trainieren. Die heutigen Bögen nennt man Recurve-Bogen, ausgestattet mit Zielvorrichtung und Stabilisatoren. Natalia, das ist also so ein Bogen, wo es nachher hingehen soll. Der sieht auch tatsächlich relativ komplex und kompliziert aus, aber ich sehe schon, was du in der Hand hast. Nämlich, genau. Das ist ein bisschen eine einfachere Variante, sagen wir es mal so. Das ist tatsächlich eine leichte Variante für Anfänger. Ja. Und wir lernen zuerst Bewegung und richtige Technik. Und die ist ein bisschen anders als Pfeil und Bogen als Kind im Garten. 3 Finger, noch ein, nee, das Daumen weg, genau. Ach so, den Daumen nehme ich gar nicht. Nee, du brauchst gar nicht Daumen. Oh. Du lässt da drin. Okay, klein brauchen wir auch im Moment nicht. Genau. Jetzt, du streckst deine rechte Arm, ziehst du aus bis zum Kinn, Mund zu, loslassen. Okay. Ja. Okay, Anfang. Der Anfang ist gemacht. Ist gut. Also Anfang, halbe war gut. Reste wir lernen noch ein bisschen. Und ich muss wirklich auf vieles achten. Stand, Haltung, Spannung, Finger, Arme, Blickrichtung und Konzentration. Und loslassen. Und los. Super. Ja, Pfeil wird fliegen. Pfeil wird fliegen. Daher darf ich jetzt an den Recurve-Bogen mit Pfeilköcher. Bekomme noch einen Armschutz, falls mir die Sehne an den Arm springt, und für die Finger einen sogenannten Tap. Jetzt nehmen wir einen Pfeil, du gehst auf Linie. Jetzt wird es ernst, okay? Ja. Ja, es wird ernst. Wir legen einen unseren Pfeil. Ja. Ja, ich nehme den jetzt mit 3 Fingern zwischen. Okay, jetzt los geht's. Ist gut, reicht. Ach. Weiß, okay. 2 Punkte habe ich schon mal. Die Punkteskala beginnt bei 1 und 2 Punkten für Weiß bis hin zu 10 Punkten in der Mitte. Oh. Ich glaube, ich soll es ohne Visier versuchen. aber es wird so, ja, so langsam dichter. Am tiefer. Und dann gut. Okay. Ah, rot! Man merkt auch, es ist anstrengend. Also das gibt, wahrscheinlich habe ich morgen Muskelkater, oder? Das kann passieren, ja. Wenn du schießt noch weiter, dann kann passieren, dass du hast Muskelkater morgen tatsächlich. Denn natürlich hat jeder Bogen auch eine ordentliche Spannung, das Zuggewicht, das meist in Pfund oder Kilo gemessen wird. Also okay, es waren jetzt nur 5 Meter, aber das sieht doch jetzt schon mal nicht schlecht aus, oder? Das sieht sehr gut aus. Okay, wir gehen jetzt auf 18 Meter, aber du kriegst etwas größere Auflage. Okay, das ist jetzt wirklich sehr weit weg, aber dankenswerterweise ist meine ja 10-mal größer als die normale. Das ist wahr. Das ist Auflage für 70 Meter. Eigentlich für 70 Meter? Ja, und wir stehen auf 18. Gut, also das heißt, ich sollte sie eigentlich treffen. Bin ich sicher. Ein blauer Anfang, immerhin die Scheibe getroffen. Aber dann. Oh! Game Day! Ich werd wahnsinnig! Ja, danke.
Danke, danke. Ich kann aufhören. Ach, was ein Zufall. Es ist kein Zufall. Ist kein Zufall. Du hast 2 Stunden dafür trainiert. Ja, und die Armen sagen auch, das sind schon 2 Stunden. Herrlich. Also, eine kleine Pause für mich vom Endspurt und ich will wissen, was die Schützen am Sport so reizt. Das Schöne ist am Bogenschießen, das gemeinsame Miteinander, mit Jung und Alt zu trainieren, durch die Bank weg. Der Körper arbeitet und der Geist macht nichts. Man kommt aus dem Alltag raus und natürlich ist halt was ganz Besonderes. Man muss halt den Körper anstrengen, es ist richtig anstrengend, hast du ja selber gemerkt. Und deshalb geht meine Stunde auch zu Ende. Aber ich möchte jetzt einmal auch mal auf so eine, aber das ist, glaube ich, nicht so realistisch, dass ich die treffe, oder? Das ist möglich. Das ist möglich. Du hast, ich brauche ja nicht sagen, auf welche ich ziele. An die mittlere. An die mittlere. Da kann ich ja abschließend mal versuchen, auf die kleine, aber gut. Da mache ich mir nicht so viel Hoffnung. Also aber ich kann es mal versuchen. Ja, wir haben Visier eingestellt. Jetzt versuch mal ihn mit treffen. Und diese Versuche waren erst einmal erwartbar. Versuch Nummer 1. Wo ist er denn? Ganz unten. Ganz unten. Versuch Nummer 2. Ach ja. Aber dann der dritte und letzte. Ey! Oh, letzter jetzt, ne? Letzter. Das war jetzt auch der letzte. Ich würde jetzt am liebsten sagen, ich hätte auch auf die gezielt. Ich habe zwar auf die gezielt, aber ich bin jetzt gar nicht so weit davon entfernt, oder? Aber ich muss sagen, fürs erste Mal, es zieht alles doch ganz ordentlich. Also man kriegt ordentlich Muskelkater, wenn man das nicht gewöhnt ist, oder? Es ist so, ja, du hast hier gezielt, hier getroffen. Das ist nicht deine Fehler, dass wir haben falsch eingestellt, nur Visier. Oh, das ist also aber sehr lieb. Ich sage dir auf jeden Fall vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die kleine Einführung ins Bogenschießen. Und es ist tatsächlich ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Auf jeden Fall auch schwerer. Liebe Zuschauer, das war's. Bogenschießen in Langenhagen. Ein schönes und vielleicht auch sportliches Wochenende für Sie. Bis zum nächsten Mal. Ach, und tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. Unser RTL Nord YouTube-Kanal. Viele, viele weitere Videos aus Niedersachsen und Bremen, also genau aus eurer Region. Also am besten reinschauen, liken, kommentieren oder abonnieren.